willkommen zurück zu einem neuen Part dieser Reihe hier auf meinem Kanal. Heute geht es um Eisscherben, die du dir durch die Erweiterung Eisbrutsaga holen kannst, verdienen kannst. Es sind einmal auch Eventbelohnungen, aber auch eine Kartenwährung ist dies. Ich zeige dir heute drei Spots in den Biora-Sümpfen, die du innerhalb weniger Minuten mit ein paar Charakteren super einfach abfarmen kannst. Hierzu kannst du über die Wegmarke Joras Feste ans Anfangsgebiet der Biora-Sümpfe porten oder du hast dir bei der Karma-Händlerin hier vorne Portalschriftrolle für 24.500 Karma schon zugekauft. Auch noch kurz zu erwähnen wäre, was die Sammelaktion ein bisschen leichter macht, ist der Positionsrückspuler Prototyp. Den kannst du dir in den sandgepeitschten Inseln bei einem Herzchenhändler kaufen. Wo genau, habe ich dir in der Videobeschreibung verlinkt. Die Guild Wars 2 Wiki, hast du einen Link, da kannst du dann nochmal nachschauen. Der erste Spot, wo einer meiner Charaktere steht, ist über die Wegmarke Sprechen stiller Wasser zu erreichen. Du gehst einfach von der Wegmarke hinter dem Fels entlang und gehst hier zu diesem Punkt. Dort hast du 5 Truhen, eine prächtige Norntruhe, eine Eisscherbentruhe, eine Ebene drunter eine Eisscherbentruhe, hast eventuell hier unten eine stehen, öfters wechselt diese ihren Platz und steht dann dort hinten auf dem Spot. Und wenn du hier noch einmal runterspringst, hast du hier unten noch eine Truhe, die wechselt auch öfters den Spot. Dann legen wir uns mal den Positionsrückspuler-Prototyp an, öffnen die Norntruhe, über die 1 speichert er den Ort, wo du aktuell stehst. Du hast danach 30 Sekunden, um den Weg zurückzulegen und mit der 2, sobald die Zeit fast am Ende ist, klickst du diesen und kannst an deinen ursprünglichen Ort wieder zurück teleportieren. Ich mache das alles mit der Himmelsschuppe, fliege dorthin, springe dann runter zur nächsten Truhe und weiter zur nächsten. Wenn diese Truhe hier unten nicht ist, nehme ich einen zweiten Weg, weil mir die Zeit oft nicht ausreicht und mir das zu knapp wird. Erste Truhe. Dann springst du einfach hier runter. Und hier hast du eine mittlere Truhe. Und noch eine Ebene tiefer. Entweder steht sie hier. Ihr müsst Ochse eure Stärke beweisen. Jetzt steht sie in diesem Falle hier. Ich zeige dir aber noch ganz schnell, wo die andere steht. Du hast gesehen, es hat nicht mal eine Minute gedauert, wo wir die ersten drei Truhen öffnen konnten. Und jetzt zeige ich dir noch ganz schnell, wo sie sonst steht, wenn sie dort unten nicht zu finden ist. Du fliegst einfach geradeaus nach hinten und dann ist sie hier auf diesem Felsvorsprung versteckt. Und die letzte Truhe. Hier hast du auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Entweder steht sie hier, hier bei dem Gebüsch oder hier unten am Wasserfall. Seht mal, wie hübsch. Und jetzt warten wir, bis der Porter wieder frei ist. Der erste Spot ist erledigt. Es hat keine 2 Minuten gedauert. Und es gibt eine große Ausbeute. Wir haben allein hier 84 Scherben gesammelt. Und wie du sehen konntest, haben wir einiges dazu gesammelt. Am Ende zeige ich dir ungefähr, wie viel Eisscherben wir insgesamt bei dieser Runde gesammelt haben. Kommen wir zum zweiten Spot. Auch wieder von der Wegmarke Sprechen stiller Wasser zu erreichen, einfach dort hinten hin bei dem Panorama nordwestlich von uns. Insgesamt hast du hier 3 Truhen, die du öffnen kannst. Hier oben auf dem Felsvorsprung und wenn du hier runterspringst, eingeschlossen in einer durchsichtigen Wand. Hier nutzen wir auch wieder den Positionsrückkopplungsspuler Prototyp. Öffnen erst die Kiste hier oben, setzen die 1 und springen nach unten. Um die Tür aufzubekommen, musst du das Rabenschloss öffnen. Dann geht diese unsichtbare Barriere. Den dritten Spot erreichst du auch wieder über die Wegmarke Sprechen stiller Wasser. Du musst aber einen gewissen Weg zurücklegen. Ich starte immer hier oben von dem Fels beim Adlerwacht an Höhe. Wir haben 2 Spots. Einmal hier hinten bei dem Panorama und diagonal von uns hinter dem Felsen. Aber zuerst können wir hier die große Truhe öffnen. Meins, alles meins. Ich würde dir empfehlen, mit der Himmelsschuppe oder mit dem Greif dies zu machen. Da ich mit dem Greifen aber nicht so gut zurechtkomme, nutze ich immer die Himmelsschuppe.
Du hast 3 Spots, entweder kann die Toi hier oben sitzen, hier rechts unter dem Felsvorsprung oder links vor dem Felsvorsprung. Aktuell ist sie bei uns rechts drunter. Dann drehst du dich in die andere Richtung und orientierst dich hier an dem Wald mit dem Felsen. Entweder ist die Truhe links hinter diesem Felsen am Boden, obendrauf, hier, oder hier links unten. Bei uns ist sie obendrauf. Nun haben wir mit 3 Charakteren in knapp 3 Minuten 214 Eisscherben gesammelt. Selbstverständlich ist die Zeit durch Umloggen der Charaktere, Ausrüsten des Rückkopplungsprototypen und Öffnen der ersten Truhen ein bisschen mehr Zeit mit einzuplanen. Aber es ist eine Alternative, eine schnellere Alternative, als mit einem Charakter die ganze Karte abzufliegen. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen, wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, tschüss!